Ich glaube, ich habe dringend gemacht von mir. Tatsache, kein. Ich habe genug Kappen in das Zäune jetzt. Kein Holz mehr. Ich habe unsere Plattform hier fast fertig, aber ich habe kein Holz mehr. Brauchst du ein bisschen Holz? Ich habe mir gerade ein paar Birke geholt. Tut mir leid. Dann kann ich dir nicht helfen. Ich brauche Akazie. Warte mal, zur Seite musst du eigentlich auch der Zaun, aber da hast du gar keine Veranda jetzt mehr. Wie weit breit soll die gehen? Also, ich weiß gar nicht. Ich würde die gar nicht viel breiter machen als so, wie sie jetzt ist. Also, hier dein Gebäude anfangen, oder? So meinst du? Ja, würde ich sagen. Hier ist Gebäude. Aua! Blaze! Kriegst du erstmal direkt auf die Fräse. Ihr könnt mich gerne akustisch behalten, aber ich denke, da ich jetzt nichts zu filmen habe, logisch aus. Und du hast noch hinter gucken willst du nicht die ganze spoilern, ja? Ja, nö, aber rumstehen brauche ich auch nicht. Also, ich stehe gerne rum, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Oder ich fliege im Weg. Müsst ihr noch einen höher oder muss da schon das Dach dann drauf? Nö, das Dach da oben ist schon ganz gut, aber ich würde das Dach dann mit schrägen Carpenter-Blöcken bauen. Weißt du, so schräg runter? Hatten die damals im Wilden Westen tatsächlich schräge? Das nee, Lustige ich ist, ja, ich habe mich vorher überhaupt nicht informiert. Ich würde ja, weil es das Hohe Loon ist, doch, doch. Oben ja noch Gästeräume reinmachen. Und ja, dann ja, deshalb ja. Oben weil noch quasi. Oben noch eine Veranda drauf, die aber ein schmaler ist. Verstehst du? Ich habe ungefähr 3 Stacks Holz. Ich gebe, bis die Axt kaputt ist, noch ein paar Birken. Ich habe noch 5 Carpenters hier, 5 Dings, die kannst du haben. Da. Ui, die kann ich zersägen und dann könnte ich genug haben, dass wir wenigstens die Veranda fertig kriegen. Der arme Wald, wir roden hier alles kaputt eigentlich. Wie sieht das so aus? Guck mal, ein weißer Zaun. Wir roden. Ist das nicht ein geiles Painting? Ja. Das kriegt man das Painting eigentlich wieder abnehmen, ne? Was, Painting? Klar. Das sieht aber, finde ich, zu krass aus. Zu krass? Also vom Unterschied, ja. Zu krass? Echt? Ja. Zu krass? Ja. Sieht aus wie so richtig dick mit weißer Farbe angepinselt. Das Witzige ist aber, du kannst, glaube ich, kann man das die noch? Zäune auch mit Slaps schminken. Dingsen hier. Schminken. Genau. Nee, mit Slaps müsste das eigentlich nicht gehen. Also zumindest ging es mit Oakwood Slaps bei Running Red. Ach, guck mal, das ist auch geil, oder? Gute Frage. Ja, ist ja sehr schön. Sehr schön. Es ist auch überhaupt nicht teuer, so ein Zaun. Boah, so ein cooler Block da drauf setzt, damit der Schwarzwind ist überhaupt nicht teuer. Nee. Dann lass doch Dark Oakwood nehmen, das ist auch dunkel genug und hat noch Holztextur. Ja, ich habe keinen Dark Oakwood. Ja, ich bring gleich 1,5 Stacks mit. Alles klar. Sobald ich meine Axt kaputt gehackt habe. Kaputt gehackt. Gewonnen! Gehackt. Punkt für mich. Ja, aber bis der Panda wieder zu Hause ist. Kinders, wo seid ihr? Ich sehe euch nicht mehr. Oh doch, ich weiß, was ich bin, glaube ich. Minus 2447 plus 164,71. Aber ich dachte gerade, du sagst mir, du verarschst mich, weißt du? Du sagst mir einfach so Werte, die irgendwo am Arsch der Welt sind. Nee, aber es waren schon die richtigen. Du könntest übrigens einen Waypunkt machen, dann. Habe ich natürlich nicht dran gedacht. Ja, Waypunkt. Dünnes Dinglisch. Ein Waypunkt. Wait, I run through the desert. Und dann? I already see the light from the road on my minimap. Desert. Desert? Ja, momentan sieht es irgendwie eher so aus wie eine kleiner irakischer Flughafen. Was wir ein kleiner irakischer Flughafen. Oh Gott, da sind Skelette auf meiner Ferse. Auf meinen Fersen. Tut das nicht weh? Wenn die auf deiner Ferse sind, während du da rumrennst? Nee, ich habe eine besonders starke Achillesferse oder so. Ah, du hast Panda-Fersen, genau. Genau. Da kommt jetzt. Fersengeld! Leg dich ins Bett. Gute Nacht, John Boy! Entschuldigung, der musste sein. Genau, also in die obere Kiste packe ich mal unten hin das ganze Holz, was ich jetzt mitgebracht habe. Die obere Kiste packst du mal unten hin, okay. In der oberen Kiste unter das ganz viel Holz. Ich nehme mal so das dunkle Holz da raus und guck mal, wie das aussieht. Kann ich das in blauen und den schwarzen Block jetzt wieder umfärben? Nein. Was? Du kannst es einfach mit dem, entweder dem Cup und das Hammer oder du kannst, glaube ich, Shift-Links-Klick oder Shift-Rechts klicken. Nee, irgendwie kriegt man die auch wieder raus, ansonsten macht die einfach kaputt. Und kriegst beides wieder. Echt? Carpenter's Blocks immer mit Spitzhacke. Frag mich nicht wieso, aber irgendwie. Ich hab keine, doch schon meine. Das ist ja doof. Ich hab hier jetzt ein Problem. Guck mal. Oh, du hast die falschen genommen. Ja. Soll ich das aus dem Rohholz machen oder aus den Planken? Oh, aus den Planken, weil das hat diese hässlichen dunklen. Ja, ja, okay. Man kann die Nummer leider nicht nachgucken, weil uns Whaler noch fehlt. Das müssen wir uns fürs nächste Mal echt merken. Whaler. Whaler kann man sich einfach merken, weil es ist What am I looking at? Und das fragt man sich sowieso. Am besten in die Config schreiben, dann in die Config schreiben im Skype, dann vergisst es keiner. Kann ich das so weitergeben?
Was habt ihr denn hier gemacht mit der Wolle? Ja, ich habe nur geguckt. Ich merke das schon. Kannst du mir mal 2 Carpenters-Blocks geben? Wenn du zufällig welche hast. Ganze Blöcke? Ja, ganze. Gehen auch halbe? Nee, ganze. Halbe und ganze sind das gleiche, also von daher ist egal. Dann die halben, die ganzen. Ich glaube, das dunkle Holz ist ganz gut, oder? Ja, das dunkle sieht echt gut aus. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen Dirt farmen. Ups. Einmal eine gute Idee gehabt hier, Kinos. Was ist denn da los? Pass mal auf, ich habe hier den Carpenter's Hammer. Die böse Kupfermine. Kriegt man damit die nicht wieder raus eigentlich? Keine Ahnung. What? Das ging mal. Oder ist gut, dass du da die Reihe wegnimmst? Echt? Ja, weil ich möchte ja so, weißt du, wie so ein Minen-Dingsbums irgendwie hinzimmern, dass es so ein bisschen danach aussieht. Mhm. Zimmer. Das ist im Wilden West, muss das so gewesen sein. Hier war einfach nicht genug Holz da. Deswegen hat man da einfach mal zwischendurch eine andere Farbe genommen. Ja, die Dinger sehen ja schon ein bisschen aus wie die. Also, auch im Wilden Westen haben die Ästhetik gehabt. Also von daher. Ja. Also, der geht schneller mit einem Axtwerk als statt mit einer Spitzhacke. Oh. Okay. Ich weiß zwar nicht, wofür ich 2 Stacks Carpenter-Zäune gemacht habe, aber. Damit du 2 Stacks Carpenter-Zäune hast. Ja, die können wir bauen dann noch mehr Gebäude. Echt? Verdammt. 1, 2, denke ich mal, oder? Vielleicht ist es aber auch ein bisschen zu krass dunkel, oder? Obwohl. Haben wir kein Sprucewood? Das wäre geil. Bei unserer Geschwindigkeit schaffen wir ein Gebäude. Habe ich mitgebracht. Oh. War es ja doch gut, dass wir alle unterwegs waren. In welche Kiste hast du reingeräumt? Ich glaube, in die obere habe ich was reingeschmissen. Dark Oakwood, Oakwood. Birkwood. Was zumindest ein paar Spruce noch dabei. Ja. Ich sag kein Spruce. Aber Saplings müsste ich auch mitgebracht haben. Ja, Saplings sind da, Saplings. Bruce. So, und dann würde ich ja beinahe sagen, da wo die Gebäude anschließen, also wo die Treppen sind, machen wir noch einen Übergang mit irgendwas anderem. Wollen wir. Oh, ich habe keine. Hier liegt kein Spruce. Wer hat die Spruce aufgehoben? Ja, ich nicht. Ich bin extra weggegangen. Okay. Damit ich sie nicht aufhebe. So, machen wir mal aus Brucewood ein paar Planks und gucken uns mal an, wie das wird. Wollen wir das Verandadach vielleicht aus den Halbblöcken von Carpenters machen, also den hier? Ja. Oh, guck mal, geht das Brucewood? Ist das vielleicht ein bisschen besser? Ja, wieder? Bin ich dafür. Hier. Weil dann können wir die aus allem möglichen machen. Sebi, ist das besser oder ist das Dunkle besser, was wir jetzt da haben? Nee, das Dunkle sieht besser aus. Ja? Ja. Ich finde es ja schon fast ein bisschen zu viel. Hier geht das noch. Warum geht das bei den Zäunen nicht? Und welche Farbe soll das da oben kriegen, die Halbblöcke? Weiß ich noch nicht. Das ist noch eine Überlegung wert, ne? Aber ich würde vielleicht auch Oak nehmen, oder? Oak. Wollen wir hier nicht auch hochzimmern? Also das was wir hier genommen haben, das Dark. Den Stützerich? Das sagt und ich will es nicht in gleiche Farbe wie der Boden machen. Oder die gleiche Farbe wie der Boden. Wäre natürlich eine Option. Sieht aber dann so ein bisschen aus wie, als hättest du unten eine Scheibe Matt, dann ein bisschen Nutella und dann wieder eine Scheibe Matt. Warum geht das nicht? Du musst aber nur rechts klicken. Ja, ja. Mach ich ja. Macht er aber nicht. Du darfst nicht den Hohlraum erwischen, ne? Du musst schon den Block treffen auch. Ja, ja. Mach ich. Ganz doof bin ich ja nicht. Check ich mal mit dem Block. Gib mal den Block. Vielleicht ist das wieder so eine. Ha. Sag mal. Vielleicht bist du auch einfach nur zu blöd für meinen Block. Ich wollte gerade sagen, vielleicht bist du einfach nur zu dumm. Ernsthaft jetzt? Ja, vielleicht ernsthaft. Wir meinen das auch ernst. Probier mal jemand anderes da reinzumachen. Vielleicht ist da auch die Tastatur verstellt. Hier, probier du mal einen da reinzumachen, in irgendwas Block. Ja, nein, tut mir leid, du bist zu blöd. Ja, es geht jetzt nur der obere. Tja, blöd. So. Soll ich das mal nochmal weiterbauen, oder? Sag mal. Ich sehe Kameramenschen. Ja. Sind sie tot oder lebendig? Aus was wollen wir denn die Wände bauen eigentlich? Aus was für Holz jetzt? Ich würde eigentlich keine rote Lampe. Im Wilden Westen würde ich eigentlich fast sagen aus diesem Dark Oak, oder? Das andere wird sonst zu extrem, weil es so orange ist. Orange. Ja, das ist so. Was ist jetzt mit der Scheibe Matt? Ich hätte noch Spruce Wood. Spruce wäre auch ganz gut, glaube ich. Also wenn wir misch mal ein bisschen Spruce mit dem Dark Oakwood und guck mal, wie das aussieht. Oh, das sieht traumhaft aus. Ja, wir nehmen das. Was ist das hier? Habe ich jetzt so ganz alleine beschlossen, ja. Das ist Spruce? Das ist Spruce? Ja. Der Bauberatungspanda sagt, das ist so gut so. Ja. Ah, okay. Wollen wir es nicht noch eins höher machen? Wenn wir hier diese komischen Türen reinsetzen, auf halber Höhe so, hier so?
quasi. Die sollen auf halber Höhe? Ja, würde ich sagen. Sind das Saloon-Türen waren nach unten immer. Ja, die fliegen doch eh, wenn man so. Pass auf, die fliegen doch eh. Aber willst du da dann Fansgate reinmachen? Mhm. Ja, gut, aber Fansgate geht ja nur einfach. Also nicht, ne? Ja, ist ja egal. Kann ja beides offen sein. Ich finde, so hat das auch was. Hat ein bisschen was, als wenn wir jetzt da oben Trauben reinhängen würden, dann eine schön rauchige Saloon-Ernte. Irgendwann. Ja, sehr gut. Rauchige Saloon-Ernte ist immer gut. Ja, wer hat die Zigarren? So geht das doch auch, oder nicht? Guck mal. Ja, man kann ja beide aufmachen, dann dadurch geht es ja wurscht. Ja. Ich mach da gleich Schilder drüber. Eingang, Ausgang. Gibt's die von Carpenters, oder? Ja, die gibt's auch von Carpenters, die Gates. Echt? Hm. Ja. Carpenters Gate, ja. Okay, dann baue ich da eben welche raus. Oh mein Gott, checkt Carpenters Garage Store. Was zum Geier ist Carpenters Garage warum, Store? Warum? What the? Warum kann ich keinen beschissenen Block setzen? Also, kann ich sagen, du bist zu doof dafür, aber. Minecraft Safe No. Gate. Jetzt mal ernsthaft. Das Gate, ah ja, okay. Ah, ich hab nicht genug Sticks. Was, wieso was? Jetzt geht's. Ich will nicht sagen, what? Du bist. Ja, cool. Verarschen? Die klappt nach oben, okay. Und man kommt nicht durch. Warte. Was habt ihr denn gemacht denn da jetzt? Guck mal, die hat andere Designs noch. Was ist denn das jetzt? Das Carpenter's Garage Store. Ja, aber das Problem ist, mach mal auf und geh mal durch. Warte. Was ist das denn? Ja, die musst du höher dann platzieren, ne? Ja, ist doch geil. Ja, mach mal noch eins höher, oder? Bitte. Mach mal noch eins höher. Warte. Ja, episch. Ich bin epic. Ich kann ja, aber das ist schön, drauf. Aber nicht für den Saloon gerade. Nee, wir probieren ja momentan. Wolltest du nur ausprobieren, die Garage Store? Ja, ist ja gut. Also, sie ist witzig. Bestimmt für irgendwas brauchbar, aber nicht da. Da oben hat einer den Block geklaut, den musst du bitte wieder reinsetzen, ich habe keinen mehr. Den habe ich gerade weggebracht, Entschuldigung. Guck mal, dafür. Guck mal, die Saloon-Türen so dunkel oder wollen wir so weiße? What the fuck, Alter? Was? Ist das nur eine Tür? Ja. What? Okay, wenn wir mal ein Schloss bauen sollten. Machen wir ein anderes Design. Frage, dunkle Eingangstüren oder. Ich hab gerade eine geile Idee. Ich muss die wieder abbauen. Ich hab eine geile Idee, was für eine Farbe die kriegen. Kann ich nicht, weil du das gebaut hast. Garagentor, ja, eine deshalb, Garage daran ist ja auch groß, liegen, wahrscheinlich. Ne? Ich hab eine geile Idee. Eine geile Idee. Ja, so optimal. Geil! Ja, können wir hier direkt eine liegen gebliebene alte Tankstelle bauen. Wir könnten eine Scheune bauen. Ach, das geht natürlich nicht. Ach, eine Scheune ist aber sehr uncowboyig, ne? So. Ja, für die Pferde. Oder wo tust du die rein? Der Blaze wird mich gleich schlagen, wenn er das sieht. Eine Box. Ja. Weil die Stalltore sind doch auch öfters größer, oder? Ja. Meinst du, das geht hier? Oder ist das ein bisschen zu much? Too much? Oh, wow, ja, das ist ein bisschen. Ist das der Bling-Saloon oder was? Eins Gold, eins Diamant, ne? Frage, ist hier der Mod drauf, den ich haben wollte, mit Large Schilder? Ja. 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 Okay. Ja. Okay. Oder Large Buttons heißt das Ding. Ja, ist egal. Nee, auch Fancy Signs. Weil ich will ja da vorne, da muss ja natürlich Saloon dran stehen in großen Lettern, ne? Das schreiben wir schon noch. Dafür habe ich Ja, Large Sign, genau. Ja, genau, damit man schön. Ups. Oh, Timeout! beim Rezept nachgucken bin ich getimed. Ich meine, also Gold findet ihr ein bisschen viel, ja? Okay. Ein bisschen. Das hängt, womit man das gut abbauen kann, hängt echt davon ab, aus welchem, was für Material man draufgelegt hat. Oh, guck mal, ich habe unsere Stadt benannt. Oh, jetzt kommt's, bitte nicht. Boah, wieso stehe ich jetzt wieder hier? Und vor allen Dingen völlig daneben geschrieben, bei mir steht das da rechts über. Ja, genau, das guckt gar nicht raus. Ja, da gab es einige typografische Probleme. Sieht gut aus. Ich kannte mich mit dem Mod nicht aus, deswegen wusste ich nicht, was ich da wie schreiben soll. Deswegen habe ich es einfach so. Ja, so. Was sieht gut aus? Oh, was? Wir schlafen? Cool. Nein! Ich bin Letzter! Ich kann mich nicht hinlegen. So. Genau, der Erste liegt immer in der Mitte. Wer in der Mitte liegt, hat gewonnen. Ganz einfach. Dann kann man alle gleichzeitig draufklicken. Stehen, ne? Wenn alle gleichzeitig draufklicken, sieht man auch, wer als Erstes war. Weil einfach der in der Mitte dann liegt. Okay. Ja. Ich finde die Türen immer noch cool. So, wie wär's denn mit dieser? Hast du noch ein bisschen Spruce übrig? Die Farbe? Guck mal eben. Oder hast du das alles verbraucht? Ne, ich hab noch. Mach mal einen von den Akazien. Sei in der einzelnen Kiste. Das Dach machen kann. In der einzelnen Kiste. Ist das in Ordnung so, oder?
Machen wir das Dach, also das Verandadach jetzt aus Akazie oder aus was anderem? Hallo, guck mal den Eingang, ist der hell genug oder dunkler oder was soll der jetzt? Hat der? Keiner guckt hier. Alles. Also von hier hinten sieht's gut aus, wieso? Aber diese Saloon-Tür sieht ein bisschen deplatziert aus. Irgendwie ja, etwas blöd. Was denn? Nur so ein bisschen. Ja, die ist von der Fabnischen Ordnung.